Ja, hallo, willkommen zur vorletzten Folge. Heute geht es zum Thema Videos erstellen, also Aufnahmen selbst machen und zwar ganz einfach mit dem Ding, was wir in der Hosentasche meistens mit uns rumtragen, nämlich das Smartphone. Hintergrund ist ein ganz einfacher, die Dinger sind schon verdammt gut geworden heute. Das heißt, für die meisten schnellen Aufnahmen reicht das Teil vollkommen aus. Das heißt, klar, ihr könnt, wenn ihr andere Technik da habt, noch andere Technik verwenden, aber die Dinger sind schon echt gut geworden. Und ich habe schon überlegt gehabt, irgendwie daraus sozusagen ein Meta-Video zu machen, das heißt sozusagen selbst ein Smartphone-Video zu machen, in dem ich Smartphone-Videos erkläre. Leider haben wir gemerkt, das Setting ist da nicht so ganz gut, weil draußen ist dann so mit Störgeräuschen und im Prinzip hätte ich sie aufzeichnen müssen, das wäre ein bisschen schade geworden. Deswegen habe ich eine Folie mitgebracht. Das heißt, ich will gucken, und jetzt mal, ich gehe den Bildschirm mal frei, gucken wir uns das Ganze mal an. So. Genau, Videoaufnahmen selbst machen, ganz einfach mit dem Smartphone. Die typische Frage, die am Anfang immer kommt, wenn ich ein Smartphone habe, reicht das eigentlich aus? Wie gesagt, mit Einschränkungen, weil natürlich je neuer die Dinger sind, desto besser werden die meistens, weil einfach die Technik sich fortentwickelt. Je mehr Linsen sie haben, desto flexibler können die Aufnahmen gestaltet werden. Das heißt, bei meinem Smartphone sind schon zwei. Die neue Generation hat auch schon drei Linsen mit dabei. Das heißt, die können halt auch wesentlich mehr mit Unschärfe arbeiten und solche Geschichten. Und durch die neuen Aufnahmemöglichkeiten haben die auch meistens eine sehr hohe Auflösung. Und die sollte man natürlich auch nehmen, weil wenn ich jetzt mit 4K aufnehme, habe ich gar kein Problem, nachher in einer quasi niedrigeren Qualität irgendwo ran zu zoomen. Das möchte ich ja vielleicht auch genauso tun. Das heißt, ich nehme lieber ein größeres Bild auf mit einer viel höheren Auflösung und kann das Ganze hinterher zum Beispiel in Full HD runterrechnen. Das machen die meisten Schnittprogramme auch ganz gut. Im Prinzip, die Frage ist ja, gibt es da Vor- und Nachteile für die ganze Aufnahmetechnik? Natürlich. Ich habe in der Regel beim Smartphone eine sehr große Blende. Das heißt, ja, der Punkt ist da, ich habe eine hohe Schärfe. Das heißt, im Prinzip, die Lichtmenge, die reinkommt, ist sehr hoch. Die Aufnahme wird relativ scharf, inklusive des Hintergrundes, was sozusagen auch eine Neuerung ist. Mit Spiegelreflex habe ich ja meistens einen unscharfen Hintergrund. Hier habe ich meistens einen sehr scharfen Hintergrund, sehr scharfe Objekte alle. Ein ganz, ganz großer Nachteil natürlich im Vergleich zur Spiegelreflex. Ich habe genau nur eine Blende. Also es gibt zwar so Aufsteckblenden für die Smartphones, würde ich nicht empfehlen. Meistens sitzen die nicht so gut, dass das Bild perfekt wird. Wenn man damit ein bisschen rumgefrickelt hat und vielleicht eine sehr gute davon hat, tobt euch aus. Im Prinzip geht es hier wirklich darum zu sagen, eigentlich reicht mir das Smartphone an sich. Aber wie gesagt, Nachteil natürlich, wir haben nur eine Blende. Ein anderer Punkt, der Sensor, der ist natürlich im Smartphone sehr klein, weil natürlich das Gerät möchte nicht viel Platz dafür verschwenden. Das heißt aber im Prinzip auch die Bildmenge, die ich da aufnehme, nicht so hoch. Das heißt, da sind natürlich dann die Profikameras wesentlich genauer. Wir haben nur eine sehr geringe Brennweite. Auch hier, ich habe ja keinen optischen Zoom. Ich kann nur digital ranzoomen, was nichts anderes heißt, als dass ich das Bild verkleinere, also sozusagen einen Bildausschnitt angucke. Ich habe nicht allzu viele Einstellmöglichkeiten, wenn ich die Standard-Apps verwende. Das ist ein Vor- und ein Nachteil, weil natürlich möchte ich eigentlich nur das Ding in die Hand nehmen und loslegen. Der Profi wird sagen, ja, aber hier kann ich nichts einstellen mit irgendwie Belichtungsdauer, sonst was. Ist halt ein Punkt. Und natürlich der Riesenvorteil, das Ganze geht sehr schnell. Das heißt, natürlich das Ding aus der Hosentasche gezogen, im Idealfall ein externes Mikrofon angekoppelt oder entsprechend ein Richtmikrofon und los geht's. Was sollte ich alles vorbereiten? Im Prinzip reicht mir die Standard-App vollkommen aus. Es gibt Profi-Apps dafür, die haben dann genau die Möglichkeit, zum Beispiel einen Fokuspunkt zu setzen. Also das kann ich ja mit der Standard-App auch, aber einen Fokuspunkt und einen zweiten Punkt für den Hintergrund. Das heißt, ich hätte hier Möglichkeiten, eine Profi-App ein bisschen dafür zu sorgen, wo ist eigentlich mein Fluchtpunkt beispielsweise. Da gibt es Möglichkeiten für. Brauche ich aber eigentlich gar nicht. Aufnahmen allgemein bitte im Flugmodus, weil dann kommen keine Notifications, das Gerät vibriert nicht plötzlich zufällig, das nervt alles. Ich sollte unbedingt dafür sorgen, dass ich Speicherplatz habe. Also ein 4K-Video braucht ungefähr 5 Megabyte pro Sekunde. Das ist eine Menge. Wenn ihr wenig Speicher habt, im Idealfall habt ihr vielleicht ein Smartphone, was auch einen zweiten Speicher, also eine SSD-Karte irgendwie ermöglicht. Also schiebt eine Karte rein, schon eine SD-Karte. Also sorgt dafür, dass ihr Platz habt, weil ihr wollt ihn haben. Und ganz klassisch, die Linse vorher putzen. Ihr habt irgendwie das Ding in der Hosentasche dabei.
da ist ein Fussel drauf, ihr habt mal drauf gefasst, da ist ein Daumenabdruck drauf. Wenn ihr eine Aufnahme machen wollt, die das nicht haben soll, einfach mal drüber wischen. Das sind die Smartphone-Vorbereitungen. Wie bereite ich jetzt die Bühne? Das heißt, ich will ja irgendwas aufnehmen. Da ist die Frage, wo wollt ihr aufnehmen? Wollt ihr im Raum aufnehmen oder wollt ihr draußen aufnehmen? So oder so. Hinter euch sollte das Licht sein, damit sozusagen die Objekte vor euch gut beschienen werden. Das heißt, sorgt dafür, dass die Lichtquellen gut stehen, sowohl die künstlichen als auch die echten. Leuchtet gut aus, leuchtet auch den Hintergrund aus. Es gibt ein wunderschönes Video im Netz, das habe ich leider nicht mehr gefunden, aber ich suche es noch, wo genau verglichen wird, mit wie vielen Lichtquellen im Prinzip der Raum gut ausgeleuchtet ist. Natürlich ist da auch mehr. Also es sieht einfach immer besser aus, je heller das Ganze ist und vor allem auch, wie gesagt, der Hintergrund ausgeleuchtet wird, weil sozusagen die Kontrastierung sonst ganz furchtbar aussieht. Man sitzt dort im Keller. Ganz schwieriges Thema ist das Thema Stativ. Ganz einfach angefangen, ein Gummiband, eine Stehlampe, Handy dran fixieren. Auf geht's. Mehr geht immer. Wir haben bei uns einen Gimbal, das ist ein flexibler Schwenkarm mit Elektronik drin, der richtet sich auf bestimmte Objekte aus. Das ist hervorragend. Wir haben gar kein Problem damit, irgendwie zu sagen, guck bitte genau in die Richtung, ich gehe um das Objekt herum, der Arm schwenkt automatisch mit, ich habe das Objekt immer im Blickfeld. Nutzt bitte ein externes Mikrofon. Ich habe es schon bei den Audioaufnahmen gesagt. Der Ton ist leider das Hauptproblem bei schlechten Videos. Das heißt, wenn ich ein Video habe, was vielleicht ein bisschen rumpixelt, was nicht so gut aufgenommen ist, was ein bisschen wackelt, das kann ich eher verzeihen. Wenn es furchtbar klingt, höre ich nicht zu. Ist einfach ein Fakt. Externes Mikrofon heißt im einfachsten Fall die Bluetooth-Kopfhörer, die man eh meistens hat oder sowas, ne? Für Podcast hören. Da ist auch ein Mikrofon dran. Das ist schon mal okay. Das ist nicht perfekt, aber es ist okay. Andere Sache wäre sowas wie das Klinkenkabel. Das ist jetzt sehr, sehr kurz, aber ihr könnt das Kabel verlängern. Da gibt es Verlängerungsschnüre für. Das wäre auch schon mal ganz gut. Besser, wir sind so diese Ansteckmikrofone, die gibt es so ab 25 Euro. Je mehr ihr da ausgeben könnt und wollt, geil. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, ich nehme den Ton sogar noch extra auf. Ich nehme halt irgendwie ein Kondensatormikrofon, nehme die Tonspur getrennt vom Bild auf, müsste dann nachher natürlich zusammenschneiden. Das ist immer ein Problem dabei. Aber das wäre noch eine andere Lösung dafür. Nicht eine bessere, eine andere. Ihr wollt im Smartphone bitte einen Fokus setzen. Das heißt, wenn ihr das ganze Setting aufgestellt habt, das Stativ steht, die Person, mit die ich aufnehmen möchte, steht vor mir, setzt den Fokus darauf. Das wird schwierig, wenn ihr alleine Videos aufnehmt. Dann solltet ihr hoffen, dass der Autofokus funktioniert. Wenn ihr eine zweite Person habt, die zumindest mal kurz klicken kann und dann auch die Aufnahme starten kann, dann guckt, dass der Fokus auf der Person oder auf dem Objekt ist, was ihr aufnehmen wollt. Nehmt allgemein so 5 bis 10 Sekunden Vor- und Nachlauf mit dazu auf. Den könnt ihr nachher rausschneiden, aber im Prinzip, das Handy wird angefasst, das Stativ wackelt ganz kurz. Ihr müsst euch irgendwie noch positionieren. Ihr steht nicht am richtigen Fleck. Ihr merkt, das Bild ist. Nehmt die Zeit, schneidet hinterher, bearbeitet das Ganze nach. Wenn ihr einen One-Take machen wollt, das wirklich immer einmal aufnehmen und fertig ist, reicht das vielleicht aus. Aber sozusagen, wenn ihr sozusagen Aufnahmen machen wollt, die nachher noch bearbeitet werden, nehmt auch sozusagen da lieber einen Vor- mit Nachlauf auf. Ich habe ja schon gemeint, wir haben so einen schönen Schwenkarm. Da haben wir hier quasi einmal ein Beispiel. Hier haben wir im Prinzip ein, wie man hoffentlich auch sieht, ein selbstgebautes Spiel. Das haben wir dann quasi aus dem Lasercutter gezogen. Ich bin im FabLab in Lübeck hier tätig als Mitglied und haben dann dazu den Schwenkarm aufgestellt, auf eine Holzbox gestellt, ausgerichtet und im Prinzip erklärt, wie das Spiel funktioniert. Und das ist wirklich so ein ganz einfaches Setting gewesen. Der Arm hat das Ding fixiert, hat das ausgerichtet. War eine schöne, leichte Aufnahme für uns. Ein sehr kontroverses Thema ist Hochformat oder Querformat. Im Prinzip müsst ihr überlegen, wer ist euer Ziel? Wen möchtet ihr erreichen? Die meisten Kiddies heute gucken mit dem Smartphone, wir Erwachsenen auch viel. Das heißt, meistens gucken wir so. Das heißt im Prinzip das Hochformat. TikTok etc. läuft ja genau in dem gleichen Format. Wenn ihr davon ausgeht, dass die Leute aber auch auf dem Bildschirm gucken, dann nutzt bitte von vornherein ein Querformat. Ein Handy kann man auch drehen, das kann man den Leuten auch beibringen. Und wenn man so auf die persönlichen Vorlieben geht, ich bin auch so ein Kind der alten Generation, ich würde meine Monitor jetzt auch nicht umbauen, als Hochformat bauen. Ich habe das Querformat lieber. Wenn ihr mal gucken wollt, ich habe hier ein Video verlinkt, das heißt Vertical Video. Da geht es genau darum,
dass dieser Trend zum Vertikalen, zum Hochformat irgendwie nicht so ganz funktioniert in vielen Fällen. Bitte denkt daran, wen ihr da eigentlich erreichen wollt. Ja, ich habe ja schon gesagt, wir wollen auch schneiden. Meistens. Die Foto-App auf dem Smartphone kann das. Ihr könnt da zumindest leichte Schnittgeschichten machen, also irgendwas rausschnibbeln, zurechtschneiden. Das geht meistens direkt darauf, eigentlich mit der Standard-App, die ihr dabei habt. Das reicht schon komplett. Auf dem Rechner, je nach Betriebssystem, habt ihr da eine eigene Software mitgeliefert. Also bei Apple heißt das Ding, glaube ich, iMovie. Windows bringt ein paar Programme mit dazu. Ich würde automatisch immer auf eine Open-Source-Variante zurückgreifen, in dem Fall Shotcut. Das heißt, das stelle ich auch nächste Woche vor. Da geht es genau darum, wie schneide ich einfach ein Video zurecht, mache zum Beispiel vorneweg einen Teaser, hinten dran muss ich ja meistens sowas bauen wie so Sponsoren etc. Oder natürlich auch ganz einfach die Quellen, die ich verwendet habe, sollte ich auch irgendwie erwähnen. Das wäre auch ganz praktisch, die mit anzubringen. Das kann ich in Open-Source zurechtschneiden. Im Prinzip ist das auch schon so ziemlich genau das. Wir haben beispielsweise kleine Teaser-Videos gemacht gehabt für Online-Kurse. Da haben wir uns draußen auf einen Spielplatz gestellt, das Handy in die Hand und möglichst ruhig dann stehen, das typische Einatmen, Ausatmen, Losfilmen, kurz erklärt, um was es in dem Kapitel geht und das Video aufgenommen und fertig ist. Das reichte uns komplett aus. Ihr müsst da nicht super professionell arbeiten. Das hat uns auch komplett ausgereicht. Wir haben uns auch schon vor Falzens vorgestellt, einen kleinen Teaser gemacht zu irgendwelchen Sachen. Das ist vollkommen okay. Das reicht. Mit bis Nachbearbeitung reicht das komplett aus. Deswegen auch quasi genau die Things I Learned für heute. Das Smartphone reicht meistens. Ein externes Mikro, wie gesagt, wäre absolut zu empfehlen. Immer nutzen, wenn ihr eins habt. Nutzt ein Stativ, in welcher Form auch immer. Wie gesagt, Gummiband, Stehlampe, draußen einen Stock mitnehmen, Gummiband rum. Das ist ja vollkommen in Ordnung, wenn ihr es irgendwie fixiert bekommt. Hauptsache, ihr habt einen Punkt mehr, der ein bisschen Ruhe reinbringt in das Video. Genau, und ich werde nicht müde, es zu erwähnen. Bitte denkt an das Pareto-Prinzip. 80% der Ergebnisse erreiche ich meistens mit 20% des Aufwandes. Ihr wollt nicht perfekte Videos erstellen, weil das habt ihr mit dem Smartphone gar nicht vor. Wenn ihr das vorhättet, müsstet ihr was anderes nehmen. Ihr wollt ein Video erstellen, mal eben schnell. Das heißt, macht's einfach, legt los. Lieber fertig als perfekt. Ja, im Prinzip war es genau das. Ich bin sehr gespannt auf eure Fragen. Ich schalte schon mal die Präsentation wieder aus und ich bedanke mich.